und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir die Schwangerschaftskombination. Es gibt ja verschiedene Schwangerschaftskombinationen wie Nutella mit Essiggurke, klassisch, ne? Genau, so ein Video habe ich schon mal gemacht, wo ich nicht schwanger war. Jetzt bin ich ja schwanger und jetzt werden wir das Ganze einfach nochmal probieren. Ich werde das in derselben Reihenfolge machen wie in den anderen Video und werde dann wieder Punkte geben. Und ich werde dann die Punkte, also jetzt praktisch, ich werde das jetzt probieren, dann werde ich Punkte geben und dann werde ich irgendwo, ich weiß nicht wo, irgendwo dann die Punkte hinschreiben, was in den anderen Video war und was jetzt ist. Genau, praktisch, dass man es dann gut vergleichen kann, wie, ob da irgendein Unterschied ist oder nicht zwischen schwanger und nicht schwanger, ob da irgendwie verändert ist oder nicht. Genau. Würde ich sagen, dann fangen wir jetzt an. So, dann fangen wir jetzt mal an mit Chips und Schokoladeneis. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe jetzt hier so Chips und Schokoladeneis. Boah, das ist schon fast geschmolzen hier. Gott, oh Gott. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich traue mich schon gar nicht. Aber okay. Ja, naja, ich probiere es nicht nochmal, also einmal reicht's. Es war jetzt mittel, es war jetzt wirklich nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht eklig. Deswegen 5 Punkte, weil, ja, mittel einfach, ne? Also was soll man da großartig sagen, es war jetzt nicht eklig, aber auch nicht geil. Von daher, gute 5 Punkte. So, jetzt Pizza mit Banane. Wird eklig sein, bestimmt. Weil Obst mit irgendwas ist ekelhaft einfach nur. Schauen wir mal. Das ist so eklig. So, das nächste ist gewürzte Banane mit Salz, Pfeffer, Curry und Paprika. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Nee. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist so grässlich. Scheiße. Gott, oh Gott. Nee, nee. Null. Definitiv. Bacon mit Banane. Genau. Schauen wir mal. Schaut richtig geil aus, ne? Aber schauen wir mal. Das schmeckt gut. Okay. Das schmeckt gut, aber Kopfsache gerade. Okay. Schmeckt wirklich gut. Die Sache ist gerade, ich habe gerade gedacht, ich habe gerade Banane mit Speck in meinem Mund. Passt einfach nicht. Deswegen habe ich es lieber rausgespuckt. Aber ich muss sagen, es schmeckt gut. Also, es schmeckt gut, aber ich würde es nicht essen unbedingt. Also, deswegen würde ich jetzt 4 Punkte geben. Man kann es schon essen. Nur, ich kann es einfach nicht essen, weil ich dann einfach Kopfsache denkt dann, Banane mit Fleisch. Ich mag allgemein sowas nicht. Also es gibt ja auch so Melone mit so Schinken drumherum gebunden. Grässlich!
So, jetzt kommt Essiggurke mit Nutella. Das fand ich ja eigentlich recht gut. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also, ihr habt auch, falls ich es wirklich nicht aushalte, hier noch so, falls ich es rausspucken muss. Weil, ne, schauen wir mal. Also, ich probiere jetzt das da. Boah, das tropft voll. Ja, also, ich muss sagen, es hat mir damals schon geschmeckt, schmeckt mir immer noch. Es ist so eklig eigentlich, ne, wenn man sich das vorstellt. Aber ich finde es mega geil. Es ist jetzt ein bisschen ein komischer Vergleich, aber ich finde, es schmeckt ein bisschen nach Currywurst. Ich weiß nicht warum. Aber ich finde es einfach lecker. Und ich würde jetzt, ja, 9 Punkte würde ich geben. Also, ich finde es klasse. Also, ich weiß jetzt leider nicht, was ich jetzt damals gegeben habe. Ob ich da auch 9 oder 10 sogar gegeben habe, weiß ich jetzt nicht. Aber ich gebe jetzt diesem auf jeden Fall 9 Punkte. Das nächste war, glaube ich, richtig ekelhaft. Und zwar Essiggurke mit Erdnussbutter. Das glaube ich nicht, dass es geil schmecken wird. Aber wir probieren es. Oh, davor habe ich jetzt Angst, weil das weiß ich zu 100%, dass ich da 0 Punkte gegeben habe. Das weiß ich. Das habe ich mir gut gemerkt. Oh, das stinkt schon so. Okay. 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 Definitiv schwanger. Definitiv. Also, ich muss sagen, es schmeckt wirklich richtig gut. Jetzt das nächste ist Nutella-Brot. Huch, scheiße. Das ist umgefallen. Also, Nutella-Brot mit Käse. Ich glaube, das war auch ganz lecker. Schauen wir mal. Ja, so lecker. Oh mein Gott. Das schmeckt einfach wie Nutella mit Butter ein bisschen oder sowas. Also, richtig geil. Nur geil, einfach nur. Also, definitiv 10 Punkte. Richtig lecker, wirklich. Also das top. Aber jetzt Brot mit Marmelade und Käse. Weiß ich überhaupt gar nicht mehr, wie ich es gefunden habe. Schauen wir mal. Das ist. Guck mal. Mal. Gut. Boah. Gucken wir mal raufgucken. Boah. Boah. Nee. Das kann, nee. Also das konnte ich jetzt nicht runterschlucken. Also das war wirklich ekelhaft. Das gebe ich 0 Punkte. Wirklich, also das war jetzt wirklich nicht geil. Nee. Nee, nee. Das will ich nicht. Tomate mit Zucker. Ja, Tomate. Da habe ich schon Zucker drauf. Schauen wir mal. Ja. Das habe ich ja beim letzten Video gesagt. Es schmeckt einfach wie eine Tomate, die wo extrem süß ist. Also ich weiß jetzt nicht, warum das eklig sein sollte. Also kann ich auch 10 Punkte geben, weil es schmeckt richtig gut nach einer richtig süße Tomate. Also auch 10 Punkte. Saure mit Salz. Das weiß ich auch, dass ich da 0 Punkte gegeben habe. Das weiß ich sicher. Da habe ich jetzt auch Salz drauf. Ja, das weiß ich zu 100%, dass es das eklig war, aber Erdnussbutter sage ich nur.
Okay. Wie gesagt, ich bin schwanger. Definitiv. Ich weiß nicht, das hat wirklich was damit zu tun, dass man schwanger ist. Wirklich. Das schmeckt jetzt wirklich nicht schlecht. Das letzte Mal war es wirklich richtig grässlich, wo ich nicht schwanger war. Das war jetzt richtig, ich weiß nicht, aber das Salzige und das etwas Süße von der Traube, ich fand das jetzt richtig gut schon wieder. Also, ich weiß auch nicht. Also, da würde ich jetzt, 8 Punkte würde ich jetzt schon geben. Also, ich wüsste jetzt nicht, warum weniger. Also, 8 finde ich, also, ich würde es jetzt sogar nochmal essen. So. Also, fand es jetzt richtig gut. Also, ich bin ja ein bisschen fasziniert davon gerade. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. So, das letzte ist Schimmelkäse mit Honig. Er schaut so unappetitlich aus, sage ich euch jetzt schon mal. Also, boah, ekelhaft. Wirklich ekelhaft einfach nur. Ich werde das nicht runterschlucken, sage ich euch gleich, weil ich das so eklig finde. Das werde ich nicht runterschlucken. Also hier ist mit Honig, huch, es ist schon da verfallen. Also es schaut so eklig aus. Ich werde es definitiv nicht essen. Also auch wenn es jetzt richtig geil schmeckt, ich spuck's trotzdem raus, weil ich das nicht in meinem Bauch haben will, weil ich finde es gerade so eklig. Also roh will ich das wirklich gerade nicht essen. Also nee, das finde ich gerade ein bisschen ekelhaft. Wow. Gott, oh Gott. Das hätte ich so oder so raus. Nee, das hätte ich jetzt so oder so rausspuckt, also das hätte ich niemals runtergeschluckt. Boah, ekelhaft. Oh, Gott, oh Gott, nee. Also wirklich 0 Punkte. Boah, schmeckt ja richtig wie so eine Bio-Abfall, ey. Boah. Ich würde sagen, das war's auch jetzt schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und dann bis bald.